Herzlich willkommen zu Selbstgemacht. Ich bin Lisa. Boah, ist das heiß momentan. Ich muss mich unbedingt abkühlen. Vielleicht hiermit. Das hilft schon mal. Aber ich kann ja eigentlich auch nicht den ganzen Tag Eis essen. Da wird mir ja schlecht. Deswegen habe ich noch ein paar Tricks für euch, wie ihr euch an heißen Tagen abkühlen könnt. Für den ersten Trick brauchen wir eine Wärmflasche. Ja, richtig gehört, eine Wärmflasche. Aus der wird aber jetzt eine Kühlflasche. Doch zuerst zeige ich euch, was ihr für die Tricks heute an Materialien braucht. Eine Wärmflasche, eine Sprühflasche und frische Minze, eine Flasche, Socken und einen Schlafanzug. Starten wir jetzt mit der Kühlflasche. Füllt eure Wärmflasche einfach mit kaltem Wasser und legt sie für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Dann könnt ihr damit kuscheln und sie sogar abends mit ins Bett nehmen. Wenn ihr jetzt eine ganz schnelle Abkühlung braucht, dann könnt ihr euch auch ein Abkühlungsspray selber machen. Ach, wie erfrischend. Ihr braucht eine Sprühflasche und die füllt ihr mit kaltem Wasser. Um später noch einen erfrischenden Kick zu bekommen, legt noch etwas Minze ins Wasser. Das Menthol, was in der Minze enthalten ist, kühlt euch später noch ein bisschen mehr ab. Die Sprühflasche lagert ihr zwischendurch am besten im Kühlschrank, damit das Wasser immer schön kalt bleibt. Das tut gut. Kommen wir jetzt aber zu einem Trick, den ihr super für unterwegs nutzen könnt. Die Eisflasche. Die hält nämlich euer Getränk viel länger kalt. Füllt eine Flasche ungefähr zu einem Drittel mit Wasser und legt sie waagerecht ins Gefrierfach. Wenn das Wasser eingefroren ist, habt ihr einen riesigen Eiswürfel in eurer Flasche. Der hält euer Getränk sehr lange kalt. Ah, praktisch, oder? Und wenn ihr jetzt euren gesamten Körper abkühlen möchtet, dann folgt jetzt noch der Sockentrick. Nehmt euch dicke Wintersocken und macht sie mit kaltem Wasser nass. Bringt sie gut aus und dann zieht sie einfach an. Durch die Füße kühlt sich der ganze Körper schneller ab. Wenn ihr im Winter kalte Füße habt, dann wird euer Körper auch nicht so schnell warm. Das nutzen wir durch die Socken aus. Zum Schluss kommt jetzt noch ein Trick, wie ihr eine richtig heiße Nacht viel besser überstehen könnt. Legt euren Schlafanzug in einer Plastiktüte in das Gefrierfach. Kurz vorm Schlafengehen holt ihr ihn wieder raus und zieht ihn euch an. Das Einschlafen wird euch damit bestimmt viel einfacher fallen. Wo ist eigentlich mein Abkühlspray? Das habe ich doch hier irgendwo. Ach, hier. Jetzt bin ich abgekühlt. Wenn euch auch zu heiß sein sollte und ihr euch abkühlen wollt, dann findet ihr eine Anleitung zu den Tricks auf togo.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Togo Show Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Abkühlen. Macht's gut!